Moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von unserem Ark-Bau-Livestream-Zusammenschnitt, wie auch immer. Wir bauen eine riesige Ark-The-Dropper-Map mit mehreren Stages. Und die erste Stage ist, wie man unschwer erkennen kann, The Island. Ja, angefangen beim grünen Obelisken, geht's rüber in Redwood, durch die Swamp Cave, durch in den Vulkan hinein, zur Tech-Door und dann in die Tech Höhle hinein, quasi. Hier wird man geportet. Hier wird dann nämlich die Tech-Höhle gerade gebaut. Da sind wir schon mittendrin. Von da aus geht's rüber nach Scorched Earth, in den Canyon, hinüber in die Drachenschlucht, die hier gebaut wird. Von der Drachenschlucht aus geht's dann in Aberration, zu dem, ich weiß gar nicht, was das genau ist, diesen metallenen Skelett, wo man dann quasi ganz weit runter kann. Und dann wird's rübergehen nach Extinction, Genesis Part 1, Genesis Part 2. Und dann schauen wir mal, was wir da noch alles bauen werden. Es ist noch geplant, dass ein Luna-Biom gebaut wird als Map. Also wir haben auf jeden Fall Großes vor. Und ich werde jetzt weiter an der Swamp Cave arbeiten. Das ist nämlich gerade die Baustelle, an der ich dran bin. So, jetzt kann es weitergehen hier im Geschehen. Jo. Ich denke mal, da werden einige ein bisschen dran zu beißen haben, bis sie die auf Platin haben. Aber soll ja, wie gesagt, auch kleine Herausforderungen oder auch mal eine Herausforderung auf den leichten Schwierigkeitsgraden geben, ne? Die Sprünge werden relativ einfach, aber man muss halt ganz viele Stages durchfliegen und darf nicht einmal irgendwo aufschlagen. Platin kann man mit First Try vergleichen. Ja, musst du First Try schaffen. Und auch in einer bestimmten Zeit. Dann brauche ich dafür gleich ein paar aufbauende Worte hier. Guck mal meinen Fortschritt an. Hier beim Eingang. Oh yes, sehr gut. Ja, ja, mega. Und wenn wir die nachher drehen, dann haue ich hier noch Spore Blossom in die Wände oben, also an die Decke. Und dann sollte man noch diese grünen Partikel beim Durchfliegen haben hier. Ja, ja. Voll gut. Das ist eine mega Idee. Oh, die Tech Cave wird auch heftig. Das ist so... Also, ich habe nicht gedacht, dass das wirklich so komplex zu machen ist, aber... Das ist asozial komplex, das Teil. Und das wird wahrscheinlich auch echt verdammt lang dauern, bis ich die fertig habe. Aber ich habe so Bock. Und wenn das erstmal gecolored ist, das wird einfach nur geil. Alleine hier die Drachenschlucht, wenn die jetzt noch anfangen, bald die Schrägen da reinzusetzen, ne? Oh yes, ja. Das wird nochmal richtig heftig viel rausholen. Also ich denke, die Drachenschlucht, die wird auch dauern. Die werden sie, glaube ich, heute gar nicht fertig kriegen. Nee, glaube ich auch nicht. Aber das ist ein gutes Zeichen, was bedeutet, dass jeder sich hier Mühe gibt. Ja. Also die Island Stage, die sieht sehr heftig schon aus. Die wurde wirklich sehr nice, das stimmt. Es könnte aber sein, zum Beispiel bei Genesis, dass da mehrere Stages sogar noch zustande kommen, weil, ich sag mal, gerade bei Genesis Part 2, da könnten wir dieses Raumschiff machen und da gibt's ja auch dann mehrere Biome, ne? Es gibt ja einmal dieses, wo du dieses Grünland-Biom hast, dann hast du ja das Rockwell-Biom auf der anderen Seite vom Raumschiff, dann damit ich hast du ja noch dann das Weltraum-Biom, dann hast du im Untergrund noch diese Höhle von Rockwell, wo diese Augen in der Wand sind und alles. Oh, das ist geil, da hätte ich auch übel Bock. Sag ja, da kannst du so viel, alleine auch hier aus Genesis Part 1, da können wir das Luna-Biom machen, dann den Endboss-Raum als Map. Das wird eine richtig große Karte. Ich würde auch sagen, dass wir langfristig versuchen, für jeden Schwierigkeitsgrad so eine Riesen-Map zu bauen. Ja. Müssen wir halt Konzepte ausarbeiten, gucken, wie wir das machen, welches Thema und so. Das sind halt wirklich Maps, die sollten dann wirklich gut geplant sein. Oh, ich sehe schon, wie die hier die Dings, diese Steine kallern in der Drachenschlucht. Das ist ja eine Scheißarbeit. Was meinst du? Wie die kallern. Die fangen unten an, dass sie dunkler sind. Nach oben hin werden die heller. Das ist richtig viel Arbeit, glaube ich, ey. Ich komme mir schon vor, als wenn ich hier in der Tech Cave drinne wäre, in der Ark. Aber ab, bis es gekallert ist. Das wird mega. Ich habe schon einen Plan. Man wird nachher perfekt diese Atmosphäre hier drin haben, mit diesem blauen Licht und so alles. Das wird sehr geil. Ich habe mir letztens schon überlegt, was, glaube ich, witzig wäre, wenn ein Zuschauer hingeht und ein TikTok-Video macht, wo immer eine Hypixel-Map eingeblendet wird und danach eine von Legend von The Dropper. Ich glaube, das wäre schon ganz funny. Hier kommt dann der Raum mit dem Overseer und dem Weltall und allem drum und dran. Dann fällst du dort ins nächste Portal, kommst hier bei Scorched Earth raus, fällst in Scorched Earth durch die Schlucht. Gehst hier ins nächste Portal. Also bei uns ist das sehr, sehr abwechslungsreich. Man baut nicht nur jeden Tag denselben Kram, ne? Also als Bilder baust du hier alles. Fantasy, über Science Fiction, über
Ich meine, guckt euch mal an, was die in The Dropper alles gebaut haben. Da können die sich kreativ austoben, ne? Die Bilder. Ich meine, da sind die ja auch umso motivierter, wenn die das machen dürfen, was sie wollen, ne? Und zwischendurch komme ich da mit so verrückten Ideen wie dieser Arc-Map hier um die Ecke. Wo ich gesagt habe, ey, lass uns eine Arc-Map machen. Ich habe das aber auch gezielt gesagt, weil ich gesagt habe, ich will gucken, dass wir zum Beispiel Leute, die sich bisher nur für Arc begeistert haben, damit auch mal so ein bisschen das Interesse für Minecraft wecken. Dass die Leute mal sehen, was in Minecraft auch möglich ist. Was sind eigentlich die Anforderungen von dir an neue Bilder? Naja, ich hab da weniger jetzt so Anforderungen, weil das regeln alles die Jungs. Wir haben ein Bau-Event, event.playlegend, da kann man vorbauen und ich meine, ihr seht ja, was sie hier bauen, ne? Also man muss schon ein gewisses Talent mitbringen. Oder einen gewissen Skill, sag ich mal. Wie viele Stunden muss man so bei euch bauen? Naja, ich sag mal so, das ist, wir haben ja jetzt keine richtigen Vorgaben, weil eigentlich wollen wir, dass die Leute das freiwillig so viel machen, wie sie wollen, ja. Aber ich sag mal, du solltest schon eine gewisse Aktivität an den Tag legen, ne? Weil wir haben jetzt halt ein sehr motiviertes Team und wenn Leute reinkommen, die dann kaum da sind, ziehen die halt im schlimmsten Fall die Motivation rüber und dann ziehen wir da eher die Reißleine und trennen uns von den Leuten relativ zügig, wenn wir merken, dass das nicht funktioniert. Was ist der Stundenlohn? Liebe, der rote C. Der Stundenlohn ist Liebe. Ich muss aber auch sagen, dieser Sci-Fi-Style hier von Ark ist schon sehr geil. Der macht auch richtig Laune zu bauen. Das ist so dieses, ich weiß halt, bei Ark ist das vor allem auch so sehr organisch. Das habe ich jetzt, wusste ich, ist mir vorher auch nicht so aufgefallen, aber diese Tech-Höhlen und alles, ne? Diese Architektur vom Tech, das ist ultra organisch. Was eigentlich genial ist, wenn man sich das mal so ein bisschen Storyteller-mäßig, ne, anguckt. Und genauso lässt sich es auch bauen. Halt mega, mega cool. Digga, guck euch mal an, das sieht wirklich aus wie ein Ark die Drachenschlucht direkt. Das ist schon ein bisschen gefährlich. Ich glaube, der Drache, wenn der da reinfliegt, der wird da stecken bleiben, Leute. Oder was sagt ihr, Chat? Glaubt ihr, der wird stecken bleiben oder nicht? Jetzt bin ich gespannt. Das ist ja, als wenn ich versuche, weiß ich nicht, durch eine Katzenklappe reinzugehen. Das klappt einfach nicht. Aber trotzdem krass, dass Leute sich hier so eine Mühe geben. Also wie gesagt, wenn ihr Bock habt, vorzubauen, ne? event.playlegend.net. Alter, der Boden sieht ja jetzt schon geil aus, ne? Ja, ich mag ihn auch, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob das helle Blau da drin so gut ist. Ich glaube, ihr solltet das Blau so ein bisschen dezenter machen noch. Ja, also, dass die Flächen nicht so riesig sind, oder? Nee, die Flächen sind immer so. Ja, ich würde ein anderes Blau nehmen, was heller ist als Light Blue, aber dunkler als, ja, Blood of Diamond. Ja, der liebste Sound von uns ist der. Oh, ich spüre die Motivation. Die Glocke der Motivation. Das, was Harry hier macht, wird auch sehr heftig werden. Ja, das wird auch mega. Du lernst ja, sobald du irgendwie sowas baust, guck mal, wenn wir irgendwann sagen, ey, wir brauchen irgendwie eine richtig geile, so eine Tech-Höhle, dann wisst ihr sofort, ey, ja, so wie ein Ark, das können wir so in die Richtung versuchen aufzubauen. Ja, absolut. Junge, hier steckt so viel Aufwand drin, ihr glaubt das gar nicht, Chat. Das hier ist alles von Hand gemacht, so. Also so gebrushed. Die ganzen einzelnen Schattierungen. Deswegen dauert die Schlucht gerade so lange, weil die hier alles von Hand am Brushen sind. Das wird aber so heftig nachher aussehen. Wenn dann auch die Wyvern drin sind und alles und es alles schön belebt ist, die Eier drin sind und so. Es wird schon heftig. Es wird schon sehr heftig. Eier, wir brauchen mehr Eier. Alter! Ey, das sieht aber auch voll cool aus. Lol. Das sieht mega cool aus. Das merken wir uns mal. Dieses blaue Muster auf dem Boden, das sieht heftig aus. Das sieht wirklich heftig aus. Es war zwar aus Versehen. Aus Versehen passieren die besten Dinge. Ey, ist aber echt so. Es ist wirklich, es ist immer so. Okay, Leute, wir sind auch schon wieder am Ende des Parts angekommen. Wie ihr sehen könnt, der Fortschritt ist nicht zu übersehen. In der Tech Cave oder in der Tech Cave Stage geht's auf jeden Fall volle Kanne voran. Die Jungs sind hier sehr, sehr fleißig. Wir sind hier schon an der Brücke, wo die Airdrops rausgeschickt werden. Und dann kommt hier auch schon die Hauptkammer mit dem Overseer dahinter. Hier hinten geht's auch ein bisschen, ja, ich sag mal, auch mit gutem Fortschritt voran. Eis ist nice, ne? Mats ist hier gerade fleißig am Bauen, wie man sehen kann. Der zaubert hier die Gebüsche her. Und ich glaube, der Scorched Earth Part, der wird jetzt auch nicht mehr allzu lange dauern, bis er dann finalisiert werden kann. Die Jungs von der Drachenschlucht, die sind auch auf jeden Fall ordentlich dabei. Hier, die haben jetzt die ganze Zeit hier diese ganzen Schattierungen reingebrushed. Das ist alles von Hand gebrushed, ne? Deswegen dauert das auch dementsprechend. Und das wird alles noch angeschrägt. Ich weiß nicht, ob es im Video reingeschnitten wurde. Falls man das gesehen hat, wisst ihr ja, in welche Richtung es gehen wird. Auf jeden Fall, die Drachenschlucht kommt auch sehr, sehr gut voran. Und Harry ist hier hinten
an dem Aberration-Part dran, wo man hier dieses Exoskelett runterspringt. Richtig, richtig geil. Finde ich sehr, sehr nice. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare jetzt schreiben, wie ihr so das bisher Gesehene findet und eine Bewertung da lassen. Und wenn ihr die zukünftigen Parts, wo wir nach und nach diese Karte finalisieren werden, nicht verpassen wollt und es noch nicht getan habt, dann haut ein Abo raus und aktiviert die Glocke und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss zusammen.